bin hier in Hamburg beim DDHM und das ist einfach ein wahnsinnig wichtiger Event mit den ganzen Ehrenämtlern. Allein nur Helferherzen. Wir haben viel zu weniger Helferherzen, die Klassenfahrten betreuen. Und das muss einfach größer werden. Und deswegen ist so eine Veranstaltung so unglaublich wichtig. Und mit meinem Diabetes, den ich seit 2005 habe, habe ich so viele tolle Menschen dadurch kennengelernt, dass es einfach Spaß macht, freiwillig sich zu engagieren. Es ist wichtig, dass wir da einfach noch mehr werden. Also es ist eine ganz tolle Veranstaltung. Bei solchen Sachen geht es halt nicht immer nur um Diabetes auch. Man hat immer direkt ein Gesprächsthema, das ist super, aber es ist letztendlich auch meistens einfach nur spaßig und dementsprechend ist es super cool, dabei zu sein. Und ich kann aus eigener Erfahrung auch sagen, wenn man sich irgendwie in diesem Bereich engagiert, dann setzt man sich auch nochmal auf eine andere Art und Weise mit diesem ganzen Thema auseinander, lernt neue Dinge irgendwie kennen, beurteilt das nochmal von der anderen Seite. Deswegen bringt es einem persönlich, glaube ich, auch einfach viel. Es ist ein unglaublicher Gewinn, hinterher von den Eltern zu erfahren, dass die Kinder hinterher mit ihrem Diabetes besser klarkommen, ein Stück mehr Selbstständigkeit erlangt haben. Ich freue mich bei jedem Kind, wo das so ist, wenn die Eltern mir dann schreiben, hey, das Kind war jetzt im Sommer alleine auf einer Sommerfreizeit und hat das alles super gemanagt. Danke dir, das war dein Verdienst. Das ist die Schokolade, die bei mir den Blutzucker nicht hochtreibt, aber die mich lächeln lässt. Das macht das Ehrenamt dann wieder wertvoll für mich. Grundsätzlich darf da noch so viel mehr passieren, dass viel mehr Kinder auch an diesem schönen Klassenfahrtprojekt teilnehmen können, dass viel mehr Menschen mit Diabetes noch besser unterstützt werden. Und das passiert eben bei der DDHM. Und deswegen ist es so wichtig, dass ganz viele Menschen mitmachen, beim Ehrenamt mithelfen. Und das bringt uns am Ende so viel. Der Austausch ist so unglaublich wichtig, nicht nur online, sondern auch offline, genau bei solchen Veranstaltungen und solchen Projekten.